So, jetzt zum eigentlichen Einstieg nach diesem kleinen Ausflug in die kuriosen Dinge oder zu möglichen kuriosen Schreibweisen. Wir wollen heute, ich hoffe einigermaßen zügig, herausfinden, wie wir jetzt unsere komplexe Schreibweise sinnvoll einsetzen können, um physikalische und nachher dann auch elektrotechnische Vorgänge elegant zu beschreiben. Mal eine Betonung auf elegant und kompakt. Und der Abschnitt harmonische Schwingungen versetzt uns jetzt erstmal zurück in die Schulphysik, in die Mechanik. Wir wollen uns erinnern, oder wir machen es anders, gleich werden wir uns erinnern, wie man eigentlich normalerweise harmonische Schwingungen beschreibt. Übrigens zu dem Begriff, alles was grob gesagt sinus- oder kosinusförmig sich verhält, zeitlich gesehen. Ja, es geht ja dann noch bei dem Begriff der Schwingung um einen zeitlichen Vorgang. Das nennen wir harmonisch. Das ist so der übliche Begriff. Und jetzt gehen wir einfach mal so ran und schauen uns an, was wir eigentlich haben, wenn wir einen Kreis um einen Punkt in der komplexen Zahlenebene konstruieren. Hier steht Punkt Z0, aber ebenso gut ist es natürlich der entsprechende Zahlenvektor vom Ursprung irgendwo hin. Das sei hier Z0. Also Sie wissen ja, dass die Pfeilspitze im Grunde genommen immer die komplexe Zahl repräsentiert. Und der Kreis habe jetzt einen Radius von R, der ist hier sozusagen gestrichelt, nochmal als Zahlenvektor angedeutet, versetzt. Ja. Und da habe ich es aber auch aufgeschrieben, das bedeutet, dass der Abstand, ja, im Sinne des Betrags, das ist ja grundsätzlich so, wenn ich die Differenz auch jetzt zweier komplexer Zahlen nehme und davon den Betrag, dann messe ich im Grunde den Abstand in der Ebene nach euklidischer Metrik, dass dieser Abstand konstant gleich R sein soll. Dann haben wir alle Zahlen beschrieben, die auf dieser Kreislinie liegen. Ist also soweit nichts Neues. Und mal noch kurz als Mengenangabe heißt es, wir haben die Menge aller Zahlen Z, Element C, für die gilt, dass Z ist hier die Variable, ja, dass ihr Abstand von einer fest vorgegebenen Zahl Z0, die natürlich nachher den Kreismittelpunkt darstellt, gleich konstant Radius R ist. Und R ist größer gleich 0. Also im Normalfall größer 0 und positiv reell also. Ja, Punkt. Jetzt kann man natürlich damit weitermachen und man wird feststellen, das entspricht nach einer Schwingung mit einer verschobenen Ruhelage. Das ist also alles machbar und interessant, aber ich will Sie jetzt nicht unnötig da strapazieren und wir gehen auf den wichtigsten und für uns ausreichenden Sonderfall, dass wir, das habe ich jetzt in Blau nochmal nachgetragen, dass wir uns entscheiden für Z0 gleich 0, was im Endeffekt einfach heißt, der Kreismittelpunkt befindet sich im Ursprung. Und dann ist es ja eigentlich nur ein Sonderfall dieses Ansatzes. Wenn hier Z0 gleich 0 ist, dann steht da nur noch Betrag von Z gleich R. So habe ich es hier geschrieben. Und das wollen wir jetzt mal in der neu von uns entdeckten Exponentialform schreiben. Ja, wir schreiben also Z ist gleich R mal E hoch J mal Phi. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen, ja. Und das ist uns jetzt vertraut. Ich habe nur da und dort jetzt ein wenig andere Symbole verwendet. Das werden Sie nachher sehen, woran das liegt. Ich werde nachher versuchen, die physikalischen Standardsymbole eben auch noch ins Spiel zu bringen. Aber das hatten wir schon öfter, ja, diesen Vorfaktor R wie Radius. Der ist ja auch sinnvoll. Und jetzt schreibe ich E hoch J mal, Sie kennen vermutlich das Symbol, das ist ein großes Phi, großes griechisches Phi. Einfach zur Unterscheidung vom Kleinvieh, denn das Kleinvieh, was wir bisher hier hatten, das wird jetzt gleich ja quasi recycelt, das wird gleich gewissermaßen, wenn Sie so wollen, zweckentfremdet, weil in der Physik das Kleinvieh für was anderes benutzt wird, nämlich für die sogenannte Anfangsphase, speziell einer Schwingung. Ja, stören wir uns jetzt einfach nicht daran, dass wir jetzt ein anderes Symbol haben. Aber das ist nach wie vor rein mathematisch. Und wir wissen, dass unser Phi normalerweise zwischen minus Pi und Pi anwächst. Das wäre ja die offizielle Konvention, wo wir gesagt hatten, das bedeutet im Prinzip von der negativen reellen Halbachse knapp, also ne, weil ausschließlich, und dann gegen den Uhrzeigersinn einmal rum bis wieder dorthin. Also, Sie erinnern sich, das heißt, dass für positive Argumente wir hier in der oberen Hälfte des Zahlenraums, der Zahlenebene sind und für negative Argumente in der unteren Hälfte. Das ist die mathematische Konvention und ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir können gerne spätestens bei der Anwendung jetzt übergehen zu dieser Festlegung. Die ist irgendwie angenehmer,
denn es ist auf Anhieb klar, was mit dem Argument von Null gemeint ist. Das kann nur bedeuten, dass die Bezugsrichtung, also die positive reelle Richtung, positive reelle Zahlen, dass das einem Argument von Null entspricht, also in dem Sinne einem Richtungswertwinkel von Null. Und wenn wir da jetzt wieder gegen Uhrzeiger anwachsen lassen, sehen Sie, dann beschreibe ich im Grunde genommen genau diesen Kreis und bin hier jetzt angelangt, ich mache es mal vor, von Null anwachsend auf Pi halbe, rechter Winkel, dann auf Pi, Streckwinkel, dann auf 3Pi halbe, das würde dann nach unten zeigen, und letztendlich auf 2Pi, das entspricht im Bogenmaß dem Vollwinkel, und dann bin ich einmal, habe ich eine Rotation vollführt. Das soll jetzt unsere Konvention sein, wenn wir das Ganze technisch anwenden. Das ist also, hoffe ich, auch für alle nicht neu. Wir beschreiben damit einfach einen Kreis und den Ursprung. Sie können sich erinnern, das ist ja eine Kurzschreibweise auch für die Polarform, nach der Eulerschen Formel. Damit ist das immer eine Einheitszahl und der Faktor R ist einfach ein Skalierungsfaktor, der mit dem Kreis dann auf den gewünschten Radius skaliert. Okay? Also auch dieser Kreis soll jetzt, auch wenn es ein anderer Wert ist als in dem Bildchen hier, soll jetzt einen gegebenen Radius R haben. Was hat es alles jetzt überhaupt mit Schwingungen zu tun? Jetzt kommt mal diese Überlegung. Und zwar, wenn wir einfach mal eine neue, ich führe einfach ein paar neue Bezeichner ein und wir schreiben jetzt diese komplexen Zahlen Z, sind ja alle auf der Kreislinie, etwas anders mit einem Groß A als Faktor. Das erinnert schon an den Begriff der Amplitude und so ist es auch gemeint. Am Ende ist es die Amplitude, das steht für den Maximalwert, ja, einer Schwingung. Und da denken wir an irgendeine physikalische Größe, die jetzt schwingt, die sich also periodisch verändert. Das heißt Schwingung. Ja. Und dann haben wir mal e hoch j und für groß Phi schreibe ich jetzt einfach klein Omega mal klein t plus klein Phi. Und das kommt, klein Phi macht auch Mist. Also ich meinte natürlich das kleine griechische Phi. Und das kommt Ihnen doch, denke ich, allen bekannt vor aus der Physik. Das ist die berühmte Kreisfrequenz mal die Zeitvariable plus die sogenannte Anfangsphase Phi. Aber es ist auch, das ist im Endeffekt nichts anderes als ein zu gegebener Zeit t gültiger sogenannter Phasenwinkel, also ein Gesamtwinkelwert in dem Sinne, dass der beschreibt die Phase, in der sich ein periodischer Vorgang befindet. Ja, im alltäglichen Sinne, ein periodischer Vorgang durchläuft mehrere Phasen innerhalb einer Periode. Und sonst spricht man hier auch gern von der Gesamtphase. Das ist die Anfangsphase, da sie zum Zeit-Nullpunkt gilt. Sie wissen ja, dass ich Phase in Zukunft auch synonym für Winkel verwende. Und das ist die zeitabhängig zunehmende Phase des periodischen Vorgangs. Ich sage im Moment noch nicht Schwingung, sondern im Grunde genommen Rotation. Diese Rotation ist ein periodischer Vorgang. Wenn ich t nämlich als Zeitvariable jetzt permanent, so wie die Zeit nun mal ist, von alleine immer weiter fortschreiten lasse, habe ich eine ständige Rotation um den Ursprung. So, und da, wenn ich jetzt mal das hier beachte, darf ich jetzt schreiben, dass dieses klein t für eine Umrundung zumindest anwachsen muss von 0 kleiner gleich t bis kleiner, also fast bis 2pi durch klein Omega. Ich erkläre Ihnen kurz, warum. Wir können es ja testen. Setzen wir 0 für klein t ein, dann haben wir als Startwert hier, also im Grunde haben wir dann den Ausdruck, z gleich groß a mal e hoch j mal phi einfach, klein phi. Das ist aber eine Konstante. Und das soll ja die Anfangsphase sein. Das ist also im Gegensatz zu hier jetzt eine Situation, wo ich nicht unbedingt hier anfange mit meiner Rotation gegen Uhrzeiger, hier auf der Realachse, sondern bei einem fest vorgegebenen Startwinkel phi, der könnte jetzt, nehmen wir mal an, das wäre der hier, irgend sowas von, im Gradmaß darf ich jetzt mal denken, ja, und sprechen, nämlich 80 Grad positiv, dann wäre der Zeiger, ja, wie man ja auch gerne sagt, jetzt in der Startposition hier, würde aber jetzt trotzdem in der gegebenen Zeit, um die es hier geht, in diesem Zeitintervall, einmal herumrotieren. Und warum ist jetzt diese sogenannte Periodendauer einer solchen Rotation ausgerechnet gleich 2Pi durch klein Omega? Ich habe vorhin gesagt, Omega ist die sogenannte Kreisfrequenz, die entspricht aber, dann anderer Begriff dafür ist auch, nämlich sie entspricht auch der Winkelgeschwindigkeit dieser Rotation. Und die Winkelgeschwindigkeit gibt an, um welchen Winkel im Bogenmaß pro Zeiteinheit diese Rotation voranschreitet. Das ist also das eine. Aber ich will es Ihnen einfach mal demonstrieren, wie gesagt. Wir hatten t gleich 0 gesetzt und gesehen, aha, es geht los mit Winkel phi. Jetzt setzen wir t
für den rechten Rand dieses Intervalls gleich 2 Pi durch klein Omega. Wenn ich das hier einsetze für klein t, jetzt mal konzentrieren, dann habe ich da stehen z gleich a mal e hoch j mal Omega fest, konstant, ne, mal und jetzt 2 Pi durch Omega. Sie sehen, da steht jetzt in der Klammer Omega mal 2 Pi durch Omega. Und Omega kürzt sich raus. Es bleibt hier 2 Pi. Und dieses 2 Pi plus Phi steht nachher da. Wenn ich jetzt vorhin sagte, Phi ist ein Startwert, also Startphase, Anfangsphase von im Gradmaß gesprochen 80 Grad, dann habe ich jetzt nach Ablauf dieser Zeit jetzt auf einmal als Argument 2 Pi plus 80 Grad, sprich 360 Grad ist es ja, ne, für einen Vollwinkel, plus 80 Grad und damit weiß ich, dass ich genau eine Rotation vollführt habe. Entscheidend also ist, abgesehen von der Anfangsphase, dass diese Rotation mit einer Periodendauer von genau diesem Ausdruck, nämlich 2 Pi durch klein Omega, erfolgt. Das haben wir nachgewiesen, praktisch indirekt, indem wir diesen T-Wert hier für T eingesetzt haben, für klein t, groß T ist die Periodendauer, konstant, und gesehen haben, dass dann das Argument um 2 Pi angewachsen ist. Das ist also im Grunde eine Vorgehensweise, die man aus der Physik auch schon lange kennt. Aber jetzt kommt der Witz. Da das Ganze ja ein Kreisdurchlauf ist, von Phi bis 2 Pi plus Phi, haben wir gerade nachgewiesen, können wir das statt in der schönen, kompakten Exponentialform auch in Polarform schreiben. Ich mache das kurz und schreibe Z gleich groß A mal Cosinus von Omega T plus Phi, gleiches Argument, plus J mal, und ich habe ausmultipliziert dann, wieder Faktor groß A mal Sinus von Omega T plus Phi. Erinnern Sie sich, das ist die kompakte Exponentialform, die ist gleichbedeutend nach der Eulerschen Formel mit der Polarform, die, bei der normalerweise der Betragsfaktor hier A draußen steht. Ich habe ihn jetzt rein multipliziert auf beide Komponenten. Jetzt kommt der Witz. Hier sieht man, dass jede, jetzt im Komplexen, aber auch übrigens rein geometrisch, dass jede Rotation zweidimensional zusammengesetzt ist aus einer kosinusförmigen Schwingung in der einen Achsrichtung plus einer sinusförmigen Schwingung in der anderen Achsrichtung. Das heißt, der Separator J hier, der dient natürlich bei uns hauptsächlich jetzt auch dazu, bei komplexen Zahlen den Realteil und den Imaginärteil getrennt zu halten. Aber auch ohne komplexe Zahl, versuchen Sie sich mal Folgendes vorzustellen. Jetzt lassen wir mal diese Anfangsphase weg und setzen Sie gleich 0. Dieser Zeiger ist jetzt in einer bestimmten Position, aber der soll hier beginnen und dann soll er gleichmäßig rotieren. Achten Sie jetzt, während ich hier mit meiner Stiftspitze rotiere, achten Sie mal nur auf den Horizontalanteil dieser Markierung hier. Achten Sie also praktisch nur, wie der sich zur Seite hin und her bewegt. Und auf die Vertikalposition achten Sie gar nicht. Sehen Sie, was da passiert? Ist, darf ich spoilern? Ja, bitte? Ja, es wird die Sinuskurve zeichnen. Ja, wenn Sie es grafisch darstellen, wobei... Ich würde jetzt sogar leicht widersprechen, aber schon gut erkannt. Ich meine, es ist die Kosinuskurve. Ja, okay, es wird auf jeden Fall eine... Ist das Gleiche, ne? Also gleiche Form und Größe, aber ein bisschen, genau, lediglich andere Startwert. Stimmt, genau. Also und zwar, was ich zeigen wollte, wenn ich jetzt das Auf und Ab mal ausblende, dann ist es ein Hin und Her. Und tatsächlich schwingt jetzt die Markierung ja vom maximalen rechten Ausschlag zum maximal linken hin und her. Und das ist typisch für Cosinus. Der startet tatsächlich in seinem Maximum, schwingt dann, macht einen Nulldurchgang, das wäre die Null, ja, und schwingt zurück zum negativen Maximum quasi oder zum Minimum. Genau. Und das ist kosinusförmig. Schauen wir jetzt nur auf die Vertikalbewegung. Dann stellen wir fest, dass die Markierung, ich gehe jetzt mal ins Zentrum, dass die eigentlich auf und ab schwingt. Und das ist tatsächlich jetzt sinusförmig, weil wir hier in der Null, also in der Ruhelage beginnen und dann auf und ab schwingen. Und das ist ja eigentlich die Sichtbarmachung dessen, dass jetzt eigentlich eine komplexe Zahl sich immer so zusammensetzt, aus reell Cosinus plus imaginär Sinus. Imaginär, wissen Sie ja, sage ich jetzt nochmal, heißt nicht, dass das eine quasi handfest und das andere fiktiv ist, sondern es ist einfach ein Begriff für dieses, was jetzt neu hinzugekommen ist und das wir in der vertikalen Richtung repräsentieren. Jetzt kommt aber der wahrscheinlich ein bisschen... seltsame Schritt, allerdings aus einem ganz harmlosen Grund. Ich vermute das jetzt einfach und ich sage Ihnen, was ich mache. Ich entscheide jetzt für uns alle, dass wir uns von dieser komplexen Angelegenheit einfach nur den Imaginärteil herauspicken
und sowohl den Faktor J, der ja nur als Separator dient, als auch den Realteil gewissermaßen wegschmeißen. Und jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, das ist so meine Vermutung, warum nimmt er jetzt ausgerechnet den Imaginärteil, dieses komische, das, was so irgendwie gar nicht so richtig handfest greifbar ist, warum nicht einfach den Realteil? Der war schon immer reell und ist nach wie vor reell. Das wäre doch viel einfacher. Wissen Sie, das hat rein technische Gründe. Der Grund, warum ich mich für einen Imaginärteil entscheide, ist, weil der zufälligerweise sinusförmig ist, während der Realteil ja als Kosinus dasteht. Und in der Technik und in der Physik ist es so, es hat sich eingebürgert, dass man schwingungsartige Phänomene grundsätzlich lieber mit Sinus beschreibt als mit Kosinus. Das eine ist so gut wie das andere. Aber der eine Vorteil vielleicht vom Sinus ist, lass man mal wieder die Anfangsphase weg, sei die gleich Null, ist da der Vorteil vom Sinus, dass der immer nullphasig, also quasi in seiner Ruhelage beginnt. Und stellen Sie sich mal sowas vor wie ein mechanisches Pendel oder auch von mir aus gerne einen elektrischen Schwingkreis. Dann werden Sie feststellen, dass man so einen Schwingkreis erst oder auch so ein Pendel ja erst dadurch in Bewegung setzt, dass man es irgendwie anregt, indem man Energie zuführt. So, wenn man aber eine Zeit lang keine Energie zuführt, dann wird dieser Oszillator, wie man auch sagt, in seiner Ruhelage sein. Das heißt, wenn die Zeit losläuft, wenn ich meinen Zeitnullpunkt definiere und sage, jetzt geht's los, dann wird es häufig so sein, dass eben die Schwingung tatsächlich eher sinusförmig, so wie vorhin vorgeführt, hier dieser vertikale Anteil, erfolgt als kosinusförmig. Und das ist der Grund, warum man sagt, gut, wir nehmen den Imaginärteil. Aber wie gesagt, nur die Betonung ist auf Teil. Der Imaginärteil ist nicht imaginär, sondern das ist der reelle Faktor, mit dem hier die imaginäre Einheit J in der komplexen Beschreibung steckt. Es ist also legitim, was wir machen. Jetzt fragen Sie sich, was ist das denn für ein seltsam kompliziertes Vorgehen? Naja, der Punkt ist, in der Rechnung verwenden wir die kompakte Exponentialform in komplexer Schreibweise, die wesentlich einfacher zu handhaben ist. Und zwar, weil Potenzgesetze sehr angenehm zur Verwendung auch beim Rechnen sind. Denken Sie dran, Sie haben zwei Schwingungen, die überlagert werden. Und dann können Sie das in so einer komplexen Form viel schöner und leichter machen, als wenn Sie tatsächlich alles mit Sinus und Cosinus ausdrücken. Wir tun das sozusagen in Gedanken. In Gedanken meinen wir immer nur den Imaginärteil, aber in der Rechnung beschreiben wir das Ganze zweidimensional komplex. Und wenn wir fertig sind mit der Rechnung und Umformung, dann werden wir ganz einfach von dem komplexen Term, der dasteht, uns den Imaginärteil extrahieren und dann haben wir unsere überlagerte, zum Beispiel resultierende Schwingung in ganz normal physikalisch reeller Form. Das ist der Trick bei dem Ganzen und die Grundidee. Also was wir hier sehen, schauen wir uns das nochmal genauer an. Das ist offenbar die Beschreibung einer harmonischen Schwingung mit den üblichen Größen. Nehmen wir an, es ist eine Wechselspannung. Könnte es ja auch sein, zeitlicher Verlauf. Kreisfrequenz ist hoffentlich klar. Das ist im Grunde einfach 2π mal die echte Frequenz im Sinne von Schwingungen pro Sekunde. Ja, sehen Sie hier, die klassische Frequenz in der Einheit Hertz ist diese sogenannte Kreisfrequenz geteilt durch 2π. Das ist halt nun mal so, das muss man sich merken. Das kann man auch leicht nachweisen. Und wenn es jetzt eine Wechselspannung sein sollte, dann ist die Amplitude A halt zum Beispiel die Maximalspannung in Volt. Ja, also der sozusagen der sogenannte Scheitelwert einer Spannung, die da permanent sinusförmig wechselt, wie in einem ganz normalen Wechselstromkreis an einem Verbraucher zum Beispiel. Die Kreisfrequenz Omega, auch ja, original gesehen ist es eine Winkelgeschwindigkeit, die wird aber jetzt umgewidmet in diese Kreisfrequenz der Schwingung, klassische Frequenz oder Anfangsphase Phi, mehr ist es nicht. Und jetzt aber der wichtige Schritt, und den will ich noch vor der kleinen Pause kurz unterbringen, der kommt jetzt. Höchste Konzentration ist gefragt. Ich habe Ihnen schon die Vorteile der kompakten Exponentialschreibweise benannt, hauptsächlich Potenzgesetze und keinerlei Additionstheoreme, die man dann praktisch benutzen muss. Das ist ein großer Vorteil. Aber jetzt kommt was Tolles. Also es ist Potenzgesetze, ein Aspekt davon. Nämlich, was kann ich machen, wenn da steht a mal e hoch j in Klammern Omega t plus phi? Ich kann das erste Potenzgesetz verwenden. Und das besagt, nochmal in allgemeiner Form, ich schreibe es mal gerade nebenhin, erstes PG, ja, sollte ich vielleicht, da passt jetzt irgendwie nicht so ganz. Ich wische dann einfach wieder weg. Erstes Potenzgesetz, mal in blau, besagt, wie immer, a hoch
machen wir es mal so rum, a hoch b plus c lässt sich schreiben als a hoch b mal a hoch c. Anders gesagt, ich kann eine Summe im Exponenten aufspalten und das Ganze in Produktform schreiben. Und das mache ich hier. Ich muss natürlich vorher dieses j im Prinzip als die Klammer auflösen. Dann steht da e hoch j Omega t plus j phi. Und jetzt habe ich diese Form und schreibe es in Produktform und mache noch Folgendes. Ich ziehe den hinteren Faktor, der ja dann, ja, ich würde ja jetzt praktisch hier schreiben, das ist e hoch j Omega t aufgespalten mal e hoch j phi. Und jetzt tausche ich die Faktoren noch aus und ziehe den hinteren Faktor nach vorne. Das hat einen ganz bestimmten Sinn und Grund, gleich erkläre ich es. Was dann nachher vorne steht, ist die Amplitude a physikalisch konstant, höchst, also Maximalwert meiner schwingenden Größe, mal e hoch j mal Anfangsphase phi, auch konstant. Und diese gesamte Konstante, jetzt sehen Sie, die ist jetzt echt komplex im Allgemeinen, die fasse ich jetzt zusammen zu einer neuen Größe a unterstrichen. Das kennen einige schon, dieses Unterstreichen, sprich, gerade auch in der Wechselstromrechnung, steht immer dafür, dass man eine komplexe Amplitude in diesem Fall verwendet. Das nennt man komplexe Amplitude und das ist ein Konstrukt. Das ist ein, ja, so eine Art Kunstprodukt, das aber eine tolle Eigenschaft hat. Es fasst nämlich die zwei ganz unterschiedlichen physikalischen Anfangsbedingungen einer Schwingung zusammen. Wenn Sie eine Schwingung anregen, ob jetzt mechanisch oder elektrisch, ist egal, dann haben Sie zwei Freiheitsgrade. Ja, das, wenn man Differentialgleichungen kennt, dann versteht man das nochmal besser. Dann sieht man, aha, die Differentialgleichung der Schwingung, der freien Schwingung, ist zweiter Ordnung. Deswegen gibt es da zwei freie Lösungsparameter und die entsprechen zwei wählbaren Anfangsbedingungen. Im Klartext heißt das, ich kann jetzt durch Auslenkung eines Federpendels oder durch Anregung eines Federpendels zu einer Schwingung, kann ich zwei Größen beeinflussen, nämlich einmal die Gesamtamplitude der Schwingung und zweitens die Anfangsphase. Also ob sie jetzt aus der Ruhelage heraus oder aus dem Maximum oder irgendwas dazwischen losschwingt. Das sind zwei eigentlich unabhängige Größen. Und die werden aber, weil sie beide die Anfangsbedingungen beschreiben der Schwingung, ist es sehr schön, sie mathematisch zusammenzufassen zu einer komplexen Amplitude. Und das hat jetzt einen riesen Vorteil, nämlich durch die Produktform steht da hinten nur noch e hoch j Omega t. Was ist da der tolle Vorteil? Der Riesenvorteil ist, dass dieses nervige Plus Phi, diese überlagerte Anfangsphase, verschwunden ist. Die haben wir jetzt quasi gewissermaßen versteckt in der komplexen Amplitude. Und wenn Sie jetzt dran denken, dass Sie zwei solche Schwingungen haben, meinetwegen gleicher Frequenz, aber verschiedener Anfangsphase, und die, denk mal an einen Stromkreis in der Reihenschaltung, diese beiden Teilspannungen addieren müssen, dann kriegen Sie was wirklich Kompliziertes allein aufgrund dieser verschiedenen Anfangsphasen und müssen mit Additionstheoremen umformen und zusammenfassen und Umstand und Aufwand. Und das zu vermeiden, ist jetzt der Sinn dieser Schreibweise, denn nachher werden Sie sehen, dass die Zusammenfassung zweier gleichfrequenter, aber phasenverschiedener Schwingungen als Summe, nämlich durch Addition, in der Schreibweise viel, viel einfacher und eleganter geht. Wir haben also komplexe Amplitude mal e hoch j Omega t. Und jetzt schließe ich diesen Abschnitt mit der Bemerkung, das ist mathematisch gesehen eine Schreibweise, die eigentlich einer nullphasigen, ja, ich sage Schwingung entspricht, meinetwegen auch Rotation, ja, aber wir meinen ja immer nur den Imaginärteil. Das heißt, wir tun jetzt so, als wäre die Schwingung nullphasig. Nullphasig heißt Anfangsphase null, denn wir haben die echte Anfangsphase in der komplexen Amplitude versteckt, damit reingesteckt. Ja. Und das heißt, rein rechnerisch ist es jetzt so, als hätten wir eine nullphasige Schwingung, wenn auch in komplexer Form.